Heute zeige ich euch ein Sonntagsessen der allerfeinsten Art. Schweinemedaillons in Zwiebelrahmsoße. Dazu passen wunderbar Spätzle und ein erfrischender Möhrensalat. Wie ich dieses Gericht gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Zunächst die Zutaten für drei Personen. Diese lasse ich hier nur durchlaufen, ihr könnt sie aber unter diesem Video alle nachlesen. Wie ihr meinen selbst eingelegten Karottensalat nachmachen könnt, das seht ihr hier oben in diesem Video. Für die Zwiebelrahmsoße werden die Zwiebeln erstmal geschält und in Streifen geschnitten. Dann wird die Butter in einem Topf zerlassen. Nicht zu kräftig erhitzen, damit sie nicht verbrennt. Und dann kommen die Zwiebeln hinzu. Die Zwiebeln werden jetzt bei geringer Hitze 10 bis 15 Minuten geschmort, je nach Hitze und wie dick ihr die Zwiebeln geschnitten habt. Wichtig, die Zwiebeln dürfen keine Farbe annehmen, sie müssen glasig bleiben. Wenn die Zwiebeln glasig, weich geschmort sind, kommt das Mehl hinzu. Zwiebeln und Mehl müssen gut verrührt werden, damit keine Klümpchen entstehen. Auch hier wieder aufpassen, dass Zwiebeln und Mehl keine Farbe annehmen, die Soße soll hell bleiben. Wenn alles gut verrührt ist, kommen Sahne, Fleischbrühe und Milch hinzu. Und für noch mehr sahnigen Geschmack kommt jetzt der Kräuterfrischkäse dazu. Deckel drauf und erstmal 10 Minuten köcheln lassen. Dann noch das Knoblauchmus einrühren und alles nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vom Schweinelämmchen werden jetzt die Sehnen und der sehr fette Teil weggeschnitten. Dann wird das Schweinelämmchen in 12 Medaillons geschnitten und diese werden mit der Hand, nicht mit dem Hammer oder sonstigen Gegenständen plattiert. Ansonsten zerfetzt ihr das Fleisch. Nebenbei dürfen dann schon mal die Spätzle kochen. Jetzt Butterschmalz in einer Pfanne heiß werden lassen und die Medaillons dazugeben. Von beiden Seiten kurz, aber kräftig anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Und wenn das Fleisch angebraten ist, füllt ihr die Pfanne mit der Soße auf. Und zwar so viel, dass das Fleisch bis zur Hälfte in der Soße liegt. Hier dürfen die Medaillons jetzt nochmal 10 Minuten schmoren. Die Spätzle und dann den Karottensalat abschütten, ja, und dann kann auch schon angerichtet werden. Und dann sieht das Arrangement so aus. Und so für die, die mehr Soße mögen. Ich wünsche gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.